sehr, sehr positiv. Sehr positiv. Keine. So, hallo allerseits. Ich möchte nur mal hören, ob ihr alle da seid. Herzlichen Dank. Das klingt schon mal sehr, sehr erfreulich, gut und richtig. Wir beginnen jetzt mit der Kundgebung. Und ich darf als erstes den Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Herrn Joachim Ruckwied, ans Mikrofon bitten. Guten Morgen. Seien Sie gegrüßt, Landwirtinnen, Landwirte, Gärtnerinnen, Obstbauern, Fischer, Forstwürste, alle, die mit Land und Forst und Agrarwirtschaft zu tun haben, Spediteure, LKW-Fahrer, Handwerker, Bäcker, Metzger, der Mittelstand ist hier, die Gastronomie ist hier und viele, viele mehr, viele, die unser Anliegen unterstützen. Wir brauchen eine bessere Politik, eine Neuausrichtung. Seien Sie gegrüßt! Danke, Grünen aus. Danke, Grünen aus. Was für ein Signal, das wir hier setzen Richtung Berliner Politik. Ich kann es nicht zählen, aber ich glaube, hier sind 30.000 Menschen, 30.000 Bürgerinnen und Bürger da, Bauern, Bäuerinnen, der Mittelstand, der sagt, so kann es nicht weitergehen. Danke, dass Sie alle da sind. Mit dieser Präsenz setzen wir ein weiteres wichtiges Zeichen Richtung Berliner Politik, auch beim Agrardiesel, auch bei unseren Themen, die müssen weg. Ich habe im Dezember gesagt, es reicht, zu viel ist zu viel. Und das wiederhole ich, es reicht. Zu viel ist zu viel. Nehmen Sie die Vorschläge zurück. In der letzten Woche, und dafür ein herzliches Dankeschön an alle, die mit dabei waren, haben wir mit der Aktionswoche ein Signal gesetzt, dass unsere Bundesrepublik Deutschland seit der Wende so nicht gesehen hat. Allein am Montag waren Bäuerinnen und Bauern mit 100.000 Traktoren auf der Straße, um zu sagen, wir brauchen eine Veränderung, Rücknahme der Steuererhöhungsvorschläge. Und während der ganzen Woche, es waren hunderte von Veranstaltungen, haben wir in ganz Deutschland gezeigt, dass der Bauernstand nach wie vor lebt, dass der Bauernstand nach wie vor bereit ist für seine Interessen, aber am Ende, und das will ich betonen, auch für die Versorgung mit sicheren heimischen Lebensmitteln Eintritt, das sind wir, ohne uns kein Essen. Liebe Bäuerinnen und Bauern,
Man hat von Anbeginn an versucht, unseren berechtigten Protest, unser berechtigtes Anliegen in die rechte Ecke zu drängen, damit unsere Anliegen zu delegitimisieren. Mich hat das als aufrechten Demokrat irritiert, aber ich sage eines ganz selbstbewusst, das ist nicht gelungen. Warum? Weil wir Bauern und Bäuerinnen aufrechte Demokraten sind, weil wir zur Verfassung, zum Grundgesetz stehen, weil wir hier verwurzelt sind und weil es uns darum geht, unser Land nach vorne zu bringen auf demokratischer Basis. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seinem Video Bundeskanzler Scholz hat in seinem Video am Samstag gesagt, dass die Demokratie aus konstruktiven, manchmal auch lautem Streit besteht, aber dass am Ende ein Kompromiss stehen muss. Da widerspreche ich ihm nicht. Wir brauchen Kompromisse, nicht nur in der Politik. Wer erfolgreich durchs Leben kommen will, das auch privat, familiär, der muss kompromissbereit sein. Nur das kann nur dann gelingen, wenn es sich um einen fairen Kompromiss handelt, den die Bundesregierung vorgeschlagen hat, uns nämlich weiterhin mit 500 Millionen zusätzlich zu belasten. Der ist nicht fair, der ist faul. Den nehmen wir nicht hin. Und er ist doppelt faul. Man hat zweimal faul gespielt. Ich habe rund 20 Jahre bei Wind und Wetter, damals gab es noch keine maschinelle Erntetechnik, Rot- und Weißkohl geschnitten. Manchmal wäre ich gerne zu Hause geblieben, aber wir mussten liefern. Nur wenn ich das vergleiche mit dem, was Fischerinnen und Fischer zu leisten haben, bei Wind und Wetter auf hoher See, dann war Kohlschneiden auch bei Regen eine angenehme Arbeit und den will man es jetzt wegnehmen. So geht das nicht. Ich sage es ganz einfach, bring es auf den Punkt. Die Regierung hat es in der Hand. Zu vieles reicht. Wenn die Bundesregierung die Steuererhebungspläne zurücknimmt, dann gehen wir mit den Dreckern von der Straße. Solange sie das nicht tut, werden wir weiter unser Grundrecht auf Demonstration in Anspruch nehmen. Und was viele nicht so erwartet haben, ich gebe es auch zu, ich war skeptisch, weil wir haben ja mit den Schlepperfahrten Mitbürgerinnen und Mitbürger behindert. Der eine oder andere kam zu spät zum Arbeitsplatz. Was aber gelungen ist, das haben wir Polizei, das haben wir Rettungsdienste bestätigt, Rettungsgassen freizuhalten. Wir haben die Menschen, die in Not waren, nicht behindert. Und dennoch habe ich um Verständnis gebeten und war dann wirklich positiv überrascht, dass die Mehrzahl unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, 70-80% ist das Ergebnis von Befragungen, hinter uns steht. Dafür ein Dankeschön, das ist großartig. Applaus
Und warum stehen so viele hinter uns? Die stehen doch deshalb auch hinter uns. Für diese Agrardiesel, Steuerbefreiung, nicht das Thema. Sie stehen deshalb hinter uns, weil sie auch der Meinung sind, dass sich in der Politik was ändern muss. Die Politik muss raus aus der Berliner Blase, hin zu Bürgerinnen und Bürgern, hin zu Bäuerinnen und Bauern. Und sie haben auch deshalb Solidarität bekundet, weil sie wissen, dass die Grundlage einer stabilen Demokratie, und ich sag's nochmal in aller Deutlichkeit, zu der stehen wir 100%. Dass die Grundlage einer stabilen Demokratie die sichere Versorgung mit heimischen Lebensmitteln ist, das wissen Bürgerinnen und Bürger. In Berlin hat man das scheinbar noch nicht so erkannt. Und ich frage mich wirklich, reichen Versorgungsengpässe bei Medikamenten, ob das Fiebersäfte sind, ob das Antibiotika ist, noch nicht aus, damit man wach wird? Sollen auch noch Versorgungsengpässe bei Lebensmitteln riskiert werden? Ich sage nein, es ist höchste Zeit, dagegen anzugehen. Wir brauchen wieder eine Politik für die Menschen, die Deutschland durch ihre tagtägliche Arbeit am Laufen halten. Wir brauchen eine Politik, die die arbeitenden Menschen entlastet und nicht ständig weiter belastet. Denn das ist im Moment der Fall. Das muss aufhören. Und die Regierung muss sich auch genauer die Ausgabenliste anschauen. Da gibt es sicherlich viele Projekte, die weniger wichtig sind, wie die Stärkung der heimischen Landwirtschaft oder der heimischen Wirtschaft, des Mittelstands, des Handwerks. Da muss wieder im positiven Sinne Hand angelegt werden. Da müssen Perspektiven aufgezeigt werden. Ich komme wieder auf das zurück, was Bundeskanzler Scholz gesagt hat, Kompromissbereitschaft. Angebote haben wir aus der Landwirtschaft wahrlich gemacht. Zukunftskommission Landwirtschaft. Borchert-Kommission. Wir sind bei einer grüneren gemeinsamen Agrarpolitik mitgegangen. Schmerzhafte Einschnitte haben wir ertragen. Wir sind ruhig geblieben. Und ich frage mich, ist das jetzt der Dank dafür, dass wir nach vorne gegangen sind? Die Regierung hat nichts umgesetzt bei der ZKL, bei Tierwohl. Ist es jetzt der Dank dafür, dass wir die Hand gereicht haben, dass man uns jetzt einseitig mit Steuererhöhungen belasten will? So geht's nicht. Und nach diesen Erfahrungen, liebe Bäuerinnen und Bauern, richte ich auch eine Botschaft ganz selbstbewusst an die Politik. Wir sind weiterhin gesprächsbereit. Wir sind kompromissbereit. Aber eines lassen Sie sich gesagt sein. Wir werden wesentlich deutlich selbstbewusster auftreten und selbstbewusster einfordern, was für Bauern, Bäuerinnen wichtig ist.
Bundesfinanzminister Christian Lindner wird nachher zu uns sprechen. Er ist auf der Anfahrt. Er hat bei einer Rede, bei einem Auftritt signalisiert, dass er sich für Bürokratieabbau einsetzen will. Das ist richtig, das ist wichtig. Aber eins, Herr Lindner, seien Sie gegrüßt. Liebe Bäuerinnen und Bauern, alle, die hier sind, ich habe Respekt vor jedem Politiker, der sich uns stellt. Und diesen Respekt habe ich auch vor Ihnen, Herr Lindner. Danke, dass Sie da sind. Und ich habe es im Dezember, als Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hier war, schon gesagt, wir sind gut erzogen, wir behandeln unsere Gäste mit Respekt und wir hören Ihnen auch nachher zu, sehr geehrter Herr Finanzminister. Aber weil Sie da sind, noch ein kleiner Exkurs. Ich habe mir schon so meine Gedanken gemacht, was in Berlin, wie das in Berlin abläuft vor Weihnachten. Dass man mit uns nicht gesprochen hat, das kennen wir zwar aus den Bundesländern nicht. Das haben wir so zur Kenntnis nehmen müssen. Biete ihn an, aber dass wir das zukünftig intensiver tun. Dass aber der Bundeslandwirtschaftsminister gar nicht mit eingebunden war, das erstaunt mich doch sehr. Ist das der neue Politikspiel, dass der Ressortchef nicht dabei ist? Sie haben die Bürokratie, den Abbau angesprochen. Das können wir und müssen wir gemeinsam angehen. Aber ich sage Ihnen eines in aller Deutlichkeit. Damit bringen Sie im Moment keinen Trecker von der Straße. Ziehen Sie die Steuererhöhungsvorschläge zurück, dann ziehen wir uns zurück. Aber das Angebot Bürokratieabbau, das nehmen wir natürlich auf. Da müssen wir jetzt auch schon beginnen bei der gemeinsamen Agrarpolitik. Wir müssen über Murks 1 bis Murks 8 sprechen, Ökoregelungen, die kein Klötz sind, keine gute landwirtschaftliche und ökologische Zustand, sondern Murks, die müssen verändert werden, die müssen an die Praxis angepasst werden. Hier gibt es viele Punkte, die wir dann diskutieren werden. Ich will sie heute nicht aufzählen. Ich komme wieder zurück zu dem eigentlichen Kernanliegen. Streichung der Steuererhöhungspläne um. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, um auch weiterhin eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln, heimischen Lebensmitteln, produziert von Landwirten und Landwirten, nachhaltig mit Tierwohl in den Ställen, dass diese Versorgung auch weiterhin sichergestellt ist. Denn das ist die Grundlage für eine stabile Demokratie. Darum geht es, um nicht mehr und nicht weniger. Es geht um die Zukunft Deutschlands. Und dazu braucht man stabile ländliche Räume. Dazu braucht man eine gesunde, florierende Landwirtschaft. Dazu braucht es eine nächste Generation von jungen
Landwirtinnen und Landwirte. Im Übrigen sind die nirgendwo so gut ausgebildet wie bei uns. Die verstehen ihr Handwerk. Die muss man nur lassen. Um deren Zukunft geht's, um unsere gemeinsame Zukunft. Wir sind wichtiger Teil Deutschlands. Vergessen Sie das bitte nicht. Ohne stabile ländliche Räume, ohne Landwirtschaft hat unser Land keine Zukunft. Dafür kämpfen wir, dafür sind wir bereit, auch auf die Straße zu gehen. Und wir sind natürlich immer bereit, Gespräche zu führen, die am Ende eine Lösung bringen. Aber eine Lösung, die fair ist, die unsere Anliegen berücksichtigt. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Lassen Sie uns gemeinsam weiterhin nach vorne gehen. Vielen Dank. Wir fordern euren Rücktritt.